Auch an der Hütte im Pucktal hat sich in der Zwischenzeit etwas getan. Das Holz wurde von jungen Zimmererleuten mit der Axt zugehauen, wie in früheren Zeiten. Es ist mittlerweile September geworden und ein neuer Steg ist angebracht. Axel und Moritz haben in der Zimmerei Hug das Holz fertiggestellt und warten auf die Verladung des Holzes. Die Brüder Wangler übernehmen freundlicherweise den Holztransport mit Pferdewagen zum Ablöster. Ein wunderschöner Anblick in Zeiten der Motorisierung. Die edlen Pferde werden wieder angespannt, dann kann es losgehen. Ein wunderschöner Anblick in Zeiten der Motorisierung. Beim Ablösle wartet man auf die Ankunft des Holzes, um mit der Montage beginnen zu können. Zahlreiche fleißige Helfer sind am Ort des Geschehens. Die Montage kann beginnen. Das Holz wird angefahren und auch gleich abgeladen. Die Sandsteinpfeiler werden noch zurechtgeschnitten, damit der tragende Balken gut sitzt.
Wird der Balken passt, ist hier die Frage. Man tut sich etwas schwer mit dem tragenden Mittelbalken. Der Mittelsteg wird gesetzt. Nun wird sich zeigen, ob alles passt. Es ist Abend geworden und die Helfer werden müde. Hurra, das Werk ist vollbracht, es fehlen nur noch die Schilder. Stolze Jungs postieren sich an der neuen Stellfalle. Das Werk ist gelungen. Zufrieden geht man nach Hause. Schnell noch ein Richtspruch von Axel, dem Großgeselle der Vogtländer Zunft.